Willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Wissenschaftlich Erklär. Dieses Mal ist dran der König der Koopas, Bowser, der Erzfeind von Mario, aus der Spieleserie Super Mario, natürlich. Und, dieser uns allen wohlbekannte Bösewicht stellt an sich ja auch relativ viele Rätsel da, weil er ja eine Mischung zwischen einem Drachen und einer Schildkröte ist und auch Drachen an sich erstmal nicht erklärbar sind. Denkt man. Aber ich werde euch zeigen, dass das alles ganz logisch ist. Also, zuerst mal Hörner und so. Ich meine, es kann ja auch eine Schildkröte mit Hörner geben. Die Hörner sind allerdings nicht mit dem Panzer direkt verwachsen, sondern stecken im Panzer noch so tiefer drin und ragen dann auch tiefer in den Körper Bowsers hinein, aber auch nur etwas. Jedenfalls ist das auch ein Grund, dass sie nicht so leicht abbrechen können. Und diese Ringe natürlich, die er um die Arme trägt, sind logischerweise nicht Teil seines Körpers, sondern nur Schmuck, den er sich da so fest schweißen lassen hat, weil anziehen geht da ja wohl nicht so eng, wie die sind. Ja. Jetzt erstmal, warum kann Bowser überhaupt Feuer speien? Beziehungsweise, warum können Drachen Feuer speien? Das ist so. Bei Drachen ist es erstmal so, dass die unglaublich leistungsfähige, riesige und definitiv auch zu kühlende Gehirne haben. Das Blut, was da durchfließt, ist dann kurz vorm Kochen. Und reicht dann von der Temperatur her, da es ja auch, wie hier bei Bowser, an vielen Organen langfließt, die es alle zu kühlen gilt und ähnliches, dann eben auch hier am Rachen entlang fließt, reicht dann auch zum Entzünden des Drachenatems, also dass Drachen Feuer spenden können. Aber warum, was brennt da überhaupt, ist die Frage. Also, ich habe hier eingezeichnet, es gibt einmal bei Bowser hier den Magen, einmal die Lunge, die Luftröhre, da ist halt beim Magen die Speiseröhre, und einmal einen dritten Magen, kann man es halt nicht nennen, so eine Art Luftkammer in seinem Körper. Und die Dämpfe, die beim Verdauen entstehen, vor allem Methan, was ja sonst beim Menschen immer hinten rauskommt, die steigen dann hier durch und sie ist noch so eine kleine Klappe an dieser Stelle. Ich kann das mal eben einzeichnen. Und wenn diese Klappe beim Feueratmen geöffnet wird, kann Bowser so tatsächlich und können Drachen tatsächlich dieses Gas nach außen befördern. Jedoch ist es bei Bowser so, dass es anders als bei Drachen nicht zur Entzündung reicht, da sein Gehirn nicht so leistungsfähig ist und er halt eher so der trägere Typ ist und auch nicht so heiß läuft sozusagen. Deswegen ist es bei ihm so, dass er halt oft in Welten lebt, wo Lava ist und so. Und es deswegen sehr heiß ist. Und das reicht bei Bowser dann dazu, dass es hier Feuer gibt. Übrigens gibt es keinen Rückschlag, weil auch wirklich nur, das muss man sich so vorstellen, die Klappe wird geöffnet. Er saugt ein bisschen Gas nach außen, beziehungsweise das Gas fließt nach außen und dann atmet er aus, wenn die Klappe schon wieder zu ist, und deswegen sein feuerfester Rachen hier schützt sie natürlich auch dann vom Feuer und die Klappe ist natürlich auch feuerfest. So muss man sich das vorstellen. Ja. Zum nächsten. Bowser kann sich ja in seinen Panzer einklappen. Wie man das hier oben sieht, der Panzer würde locker nicht reichen, um diesen fetten Kopf und ähnliches da hineinzubekommen. Jedoch hat Bowser etwa hier spezielle Muskeln, sehr starke Muskeln, die es ihm ermöglichen, den Panzer auszuweiten. So wie wenn bei Menschen irgendein Muskel anschwillt, so Bizeps und so, wenn man Muckis zeigt. So ist das hierbei auch. So dass er es nach außen anschwellen lassen kann und dadurch auch dann auch den Muskeln wieder einziehen, aber es bleibt dann erstmal so außen und er kann dann seine Gliedmaßen und seinen Kopf komplett reinbringen, was dann halt auch dazu führt, dass er
darin auch erstmal so bleibt. Er kann sich dann auch wieder, dank des glatten Panzers, also der in der Innenseite sehr glatt ist, wieder raus befreien, nicht, dass er darin stecken bleiben würde. Also, ja. Er kann übrigens auch darin wirbeln, wie man weiß, und das ist dann halt, dass er kurz vor dem Reinklettern, sag ich mal, ja, auf dem Boden so tritt, dass er so einen Drall bekommt und danach halt in diesem aerodynamischen Panzer auch sehr schnell herumwirbelt. So. Das wäre also die Erklärung zu Bowser. Der halt eine sehr große Schildkröte mit Dracheneigenschaften ist und ein paar speziellen Muskelsachen. Ich meine, es gibt ja auch die Dosenschildkröte, die sich dann in ihrem Panzer verkriechen kann. So ist das dann in diesem Fall auch. Und den Feueratem habe ich jetzt auch erklärt. Von daher würde ich sagen, ihr wisst jetzt, wie Bowser funktioniert. Mein Job ist getan. Bis zur nächsten Episode von Let's Wissenschaftlich Erklären. Ciao, euer Leonardo Zorro.